Zurück in der Steiermark bei Zweifachmama Christin und Gerald, ihrem Neuen. Zwei stolze Monate sind die beiden bereits ein Paar und gerade zusammengezogen. Nach so einer langen Beziehungszeit hat sich auch schon die Routine eingeschlichen. Zumindest bei Christin. Es ist angerichtet. Was ist angerichtet? Jetzt sind wir schon 2 Monate zusammen, jetzt können wir unseren Partner da durchstechen, oder? Bist du sicher? Ja. Ja, bitte. Ja, dann komm mit. Ja. Let's get tattoos together, something to remember. Ich will mit Gerald der Partner dazu, weil uns das dann verbindet und ich finde einfach, dass er der Richtige ist. Mit Partner-Tattoos kennt sich Christin ja bereits bestens aus. Erst unlängst soll's mit einem anderen Partner eines werden. Willst du das wirklich machen? Das? Ja. Ja? Ich hab jetzt sowieso nicht vor, dass ich mich trenne von dir, also können wir das eh machen. Ich hab's auch nicht vor. Nie wieder. Mhm. So, die Operation geht los. Mhm. Naja, Partner-Tattoo ist halt nur ein Zeichen. Also, gehört nicht in. Finde nicht, muss halt nicht sein, aber wenn's passt, dann passt's einfach. Es sind nur ein paar kleine Stichel. Bist du bereit? Ja. Die doch für immer zusammennageln. Ja, die Christine stellt sich gerade beim Tätowieren sehr gut an. Nur Angst habe ich, dass es irgendwie ein Blödsinn macht. Weil es doch auf der Hand ist, dass es jeder gleich sieht. Geht das dann eh wieder an? Nein. Das will ich nicht. Oh Gott, das will tut das wieder um. Geht. Das tut mehr weh als ein Knack hinten. Ja, da auf der Stelle hat es halt schon ein bisschen weh dann. Aber für das, dass er so ein starker Mau ist und so, ist er schon sehr wehleidig. Also ich finde nicht, dass das stimmt. Also finde ich überhaupt nicht. Das kriegst du alles noch zurück, Partner. So was hast du gemacht. Wunderschön. Kreuzlich? Ja, schon echt geil. Ich bin sehr zufrieden mit dem Tattoo. Also. Hätte nicht besser sein können. Ist ja nicht das Erste, was ich mir gestochen habe. Genug bei Gerald geübt, macht sich Christin auch noch an die eigene Haut. Wird's eh was? Ja, ich hoffe. Super aus. Da ist es bei mir. Schön hast du es gemacht. Danke. Bei Zweifachmama Christin hat sich in letzter Zeit wieder so einiges getan. Zum wiederholten Male hat sie sich von Doppelpapa-Bär Matthias getrennt. Und zwar bald nach dem hier, also dem geplanten Wiedervereinigungspartner-Tattoo. Ich hab jetzt sowieso nicht vor, dass ich mich trenne von dir, also können wir das eh machen. Ich hab's auch nicht vor. Nie wieder. Mhm. Nie wieder. Das war dann wohl leider wieder nix. Aber egal, denn jetzt ist Christin glücklich mit ihrer neuen großen Liebe Gerald. Der neue Mann an meiner Seite ist der Gerald. Mit ihm wohnt Christin bereits zusammen, jedoch ohne ihre beiden Kinder. Mia und Amelie sind nach wie vor bei Christins Mutter Andrea, die das vorläufige Sorgerecht für die beiden hat. Ob das so bleibt, Kindsvater Matthias das Sorgerecht zugesprochen wird oder Mia und Amelie vielleicht sogar in eine Pflegefamilie kommen, das ist noch ungewiss. Es wird noch eine Gerichtsverhandlung geben, aber ich hoffe, dass der Matthias einmal Ruhe gibt. Und dass sie alles zum Positiven wendet. Und dann können unsere Bums bleiben. Und dann kehrt er wieder mal Ruhe ein in unsere Familie. Doch bevor es soweit ist, steht die nächste Überraschung an. Christin kommt zu Besuch und hat den großen, im dicken Wagen mit. Ich will heute an Gerald der Mama vorstellen. Ich bin schon ein bisschen nervös, aber das wird schon hinhauen. Na, da hat jemand ein Ass im Ärmel oder besser die Rose hinterm Rücken. Guter Plan. Bis dato war Andrea ja keine recht. Und der Matthias soll sich mehr um die Christine kümmern. Er ist mehr auf sich selber fixiert. Mehr am Auto. Ich bin auch froh, dass er noch da ist. Es ist schon besser, dass der Matthias jetzt nicht da sitzt. Schauen wir mal, wie es mit dir wird. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie mit Matthias. Ich habe zu Christine sowieso gesagt, dass der Chris nicht der Richtige für sie ist. Für die Mama. Hallo. Ja, also bin ich schon ein bisschen ziemlich nervös, dass ich die Christine Mama kennenlerne. Hi. Ups.
Das ist der Gerald. Hallo, Andrea. Hallo. Schau, ich glaube nicht. Na, danke. Bitte. Bitte, bitte. Mit einer Rose hat mich noch keiner überrascht. Der Gerald ist der Erste und ich finde das ganz nett. Geralds Rose hat Andrea angetan. Man mustert einander. Als Mann soll man sich seine Schwiegermutter bekanntlich ja auch gut anschauen, um zu wissen, was einen später mal erwartet. Ja, wenn die Christine jetzt mehr ausschauen wird wie die Mama, wäre es mir egal. Aber wenn die Christine mal 100 Kilo wiegen würde oder so, dann wäre es trotzdem gleich wie am ersten Tag. Ja. Charakterlich anschauen war gemeint. Andrea, ihr habt euch jetzt beschnuppert. Was hältst du von Gerald? Ja, so genau kann ich noch nicht sagen, wie der Geri ist. Aber ich hoffe, dass er anders ist wie der Matthias oder sonst jemand. Ja, die Christine muss zufrieden sein mit ihm. Zurück in Feldbach in der Steiermark, wo Christins Neuer heute seine Schwiegermutter in Spee kennenlernen durfte. Jetzt darf Gerald gleich mal seine Papa-Qualitäten unter Beweis stellen. Unter strenger Beobachtung von Andrea und Christin, versteht sich. Dass der Gerald sich mit meinen Kindern versteht, ist mir sehr wichtig, weil ein Mann, der was sich nicht mit meinen Kindern versteht, das geht gar nicht, weil das sind ein Teil von mir und die müssen akzeptiert werden. Kinder sind nichts Neues für Gerald. Er hat selbst bereits 2 und somit schon Übung für die Kiddies vom Doppelpapa-Bären. Mit den Kindern von der Christine haben wir schon öfter früher was gemacht. Und ich hab die Kinder auch sau gern. Magst du Mia, Mia? That's all my name. Mia, Mia. Nein, Mia. Ja. Ja, das passiert mir schon ziemlich oft, dass ich zu Mia zu Amelie sag. Oder zu Amelie Mia. Aber ich hoffe, das lerne ich noch. Bei den Kindernamen ist Gerald halt noch nicht so sicher. Dafür aber bei einem anderen Vorhaben. Andrea, hättest du vielleicht Zeit kurz mit mir zum Rein? Ja, sicher. Okay. Bist du ziemlich nervös? Hört man. Weil ich möchte Andrea gern fragen, dass ich die Christine heiraten darf. Na, da schau her. Was willst du rein? Ja, ich weiß, die Andrea war mit ihr, von der Christine, die Freundin, nicht, mit den Vorgängern halt nicht einverstanden und alles. Und jetzt will ich halt einen Segen von der Andrea holen. Ich liebe die Christine über alles. Ich hab sie ziemlich verdammt gern. Mhm. Und jetzt wollte ich die fragen, dass sie die Christine heiraten darf, von dir aus. So schnell schon? Ja. Ja, so schnell schon. Ihr kennt euch nicht so lange, oder? Stimmt. Ja, alles passt. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Mhm. Also wäre das okay für dich? Andrea kennt Gerald erst so kurz. Die kann ja noch gar nichts gegen ihn haben. Ja. Wenn es passt, besonders. Ja, es ist nicht üblich, dass man um die Hand fragt noch bei der Mama. Und ja, der Gerald ist halt ganz anders wie die anderen. Ich schau dich an. Ja, aber es ist mir einfach wichtig, das ist halt ein bisschen altmodisch. Ich bin halt ein bisschen der altmodische Typ. Da muss ich noch ja sagen. Ja. Ja. Hoffen, dass ich ja sag, ne? Ja. Mal schauen, was ist. Die Erleichterung ist schon groß, dass die Andrea ja gesagt hat. Ja. Braucht noch halten dann. So ist es. Ja. Christin hat immer noch Hummeln im Hintern. Schon wieder geht's in eine neue Wohnung. Diesmal vom 1,5 Stunden entfernten Leoben zurück in die Nähe ihrer Heimat Feldbach. Zurück zu Mama, vor allem aber zurück zu den Kids. Also wir sind jetzt da umzogen in eine größere Wohnung, damit mehr Platz für die Kinder ist. Und wir sind so auch näher an die Kinder dran. Wir brauchen nicht mehr so lange fahren, bis wir bei den Kindern sind. Hast du Ferien noch? Sicher. Ja, super. Ja. Da haben wir dann gleich auf. Ja. Letzte Schachtel. Ferdinand, ein horniger Mitbewohner. Der Ferdinand begleitet uns jetzt schon länger. Dann haben wir einen Flohmarkt einmal gekauft. Und der muss einfach überall dabei sein. Na super, das sind keine Schrauben. Ich hab die in der Hand. Bist du sicher? Ja. Ja, dann bring's her, dann können wir das Bett zusammenbauen. Dass wir jetzt das Bett gleich als erstes zusammenbauen, das ist das Wichtigste, weil nicht jetzt wegen irgendwas anderem, sondern wegen Schlafen. Aber das andere ist dir zuerst eingefallen. Also das Bett ist für andere Sachen auch wichtig, aber das kann man theoretisch auf Matratzen auch machen. Was braucht man Matratzen? Oder ja, irgendwas. Geht Auto oder irgendwas. Ne? Ja. So. Sind das alle? Ich hoffe, das sind die, die dabei waren. Ne? Ich glaube noch, dass das passt.
Das wird schon passen. Warum soll es nicht passen? Ja, dann fang an. Ja, sag dir das, wie das geht, ja? Ja. Das brauche ich jetzt nicht. Das ist verkehrt schon, dass das. Ja, ich wollte das gerade umstellen. Ja, schau nicht so. Die mag ich nicht zusammenarbeiten. Läuft nicht. Ich würde jetzt sagen, es ist keiner von uns Experte, weil es ist die Teamarbeit, wenn er macht das Handwerkliche und ich bin halt die Anleitung. Ja. So eine Anleiterin hat halt was Feines. So ein paar gut gemeinte Tipps von der Seite, top. Aber das muss zwischen dann, oder? Ja, schau mal. Na, so, weißt du, da hat die Mutter drauf, schau, da ist ja Abdruck. Nein, nervt mich nicht, dass ich alles besser weiß, ne? Mhm. Nein. Oft denke ich mir, sie soll einfach leise sein, mich machen lassen, aber mit dir rede ich halt nichts mehr. Du kannst schon gehen. Ja, und ohne mich wirst du sie sehr abgeschmissen. Nein, weil nicht. Doch. Nein. Das brauchst du aber. Ich will das nicht anhaben. Es gehört aber auf, falls du dich auch lohnst. Es kann ja sein, dass er ins Bett lohnt. Sicher ist sicher und. Ich lohne mich nicht. Ich bin nicht so wie du, ich brauche keine Windel. Ich brauche auch keine Windel. Mach das jetzt auf. Ich lohne mich nicht auch. Super, hoffentlich hält das. In der Steiermark sind Doppelmami Christin und Gerald, ihr Neuer, der auch bald um ihre Hand anhalten möchte, fleißig am Siedeln. Die gemeinsame Wohnung soll bald fertig sein und dann können hoffentlich auch Christins Kinder, die derzeit bei ihrer Mutter Andrea leben, auf Besuch kommen. Was das Sorgerecht für die Kinder betrifft, da herrscht immer noch Chaos. Bei der letzten Gerichtsverhandlung ist jetzt mehr oder weniger nichts rausgekommen. Zuerst war eben die Sache, dass die Kinder zu Matthias kommen. Sie waren 3 Tage bei Matthias, weil meine Mama als nicht erziehungsfähig eingestuft worden ist. Und wir haben ja nicht gewusst, dass das jetzt nicht rechtens ist. Haben die Kinder halt mitgegeben aus Angst, weil wir es nicht gewusst haben. Aber ich und meine Mama haben dann sofort gekämpft, haben alle Mittel geschaut, dass wir jeden schreiben. Und jetzt werden dann ein Haufen Gutachten gestellt und so einfach gehen wir uns sicher nicht geschlagen. Ich bin neugierig, was jetzt bei den Kindern rauskommt. Ja, das wird schon hinhauen. Ja, aber zurzeit ist alles so kompliziert mit dem. Also Sorgerecht wissen wir jetzt nicht gerade, wo das ist. Wir vermuten, dass es jetzt das Jugendamt hat, weil so was eigentlich beschlossen. Aber wir wissen nicht, ob das jetzt durchgegangen ist gerichtlich oder nicht. Und jetzt ist halt alles sehr kompliziert und wir kennen uns selber zurzeit nicht aus. Aber jedenfalls, die Kinder sind bei meiner Mama und das ist das Wichtigste. Es haut schon was in mir zu sehen. Am liebsten war, wenn die Mama Sorgerecht, also dass es bei ihrer bleibt. Naja, sicher. Man kann die Kinder nicht einfach irgendwo ausreißen, wo sie halt ganzes Leben aufgewachsen sind. Nein. Es ist ein Schwachsinn. Ja, vor allem das mit Matthias, weil was will er mit den Kindern? Ich habe schon noch immer Angst, dass der Matthias das Sorgerecht kriegen kann für die Kinder als Fixe, weil er eben noch immer probiert und es stehen alle auf seiner Seite. Das Jugendamt steht auf seiner Seite, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist, aber ja. Eine verfahrene Geschichte, zu der sich Doppelpapa Bär Matthias zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nicht äußern wollte. Ich muss sehen, dass wir dort schon hinhauen, weil. Ich weiß nicht, das ist beim Gericht so deppert. Die Richterin war genauso voreingenommen, das Jugendamt war auch dabei und war. Das war eben der, was schon so voreingenommen ist und auf Matthias seiner Seite. Und ich und meine Mama sind da richtig so in Dreck zusammengehalten und als wären wir das Letzte und alles. Es hat sich keiner eigenes Bild gemacht, wie es wirklich ist. Ja, das sind die Leute, ne? Die sind was Hochbildendes, ne? Noch nie wirklich in ihrem Leben gearbeitet und glauben, sie wissen alles. Und die meisten davon sind nicht die Leute, die sich nichts auskennen, weil sie nicht einmal selber Kinder haben. Mhm. Und so. Das kriegen wir alles hin. Ja, ich hoffe, jetzt haben wir genug Platz für die Kinder. Naja. Und Zimmer haben sie auch eigenes. Ja. Das war perfekt, wenn es hin hat. Mein größter Wunsch ist, dass ein Sorgerecht bei meiner Mama bleibt. Ich als Teilsorgerecht haben, so wie es bis jetzt eigentlich war. Und dann, dass die Kinder öfters bei uns sind. Und dann wird es wohl hoffentlich bergauf gehen. Ach, es wird schon hin. Gehen wir schon hin, okay? Jetzt machen wir mal die Wohnung und dann alles noch ein anderes. Es hilft ja nichts. I'm a believer, baby.
Fels in der Brandung, der gute Gerald. Schön für dich, Christin. Ja, sicher mache ich ihr Mut, weil sie ist doch die Mama von den Kindern. Und man nimmt die Kinder nicht die Mutter weg, ne?